Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel American Truck Simulator zusammen mit den New Mexico DLC und guten Morgen aus Gallup, Leute. Ich befinde mich an der Werkstatt und ihr sagt sicherlich, oh nee, nicht schon wieder der Truck. Leute, schaut mal auf der Karte, wir haben ein Problem, weil es hier keine Garage gibt, das heißt ich kann nicht wirklich jetzt den Truck wechseln. Ich könnte es hier machen, in dieser Stadt, ihr seht es da. Ist mir jetzt allerdings viel zu weit weg, dann, ja, erkunden wir das lieber gemeinsam. Aber ich habe einen richtig coolen Auftrag und das machen wir. Und zwar geht es heute nach, Moment, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Nach, Tucumcari oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie man es spricht. Es ist ein Schwerlastauftrag, aber ich habe Bock darauf und das schaffen wir. Das schaffen wir. Auf jeden Fall, unser LKW wird das schaffen. Und die Musik geht auch ab. Also, guten Morgen, Leute. Eindeutig guten Morgen. So. Ich würde sagen, let's go. Und gucken, ob uns jemand reinlässt. Aber das sieht gut aus. Ja. Also, mich jetzt auch. Ich habe einen richtig, richtig coolen Truck gefunden. Und ihr habt mir auch wieder bestimmt einiges in den Kommentaren genannt. Aber wir müssen noch mal ein bisschen mit dem Truck auskommen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir haben eine neue Fracht, aber die ist mega nice. Die wollte ich schon mal fahren. Oder bin ich die schon mal gefahren? Keine Ahnung. Ich fahre die auf jeden Fall noch mal. Die sieht cool aus. Ist bestimmt was Besonderes. So, ich habe auch gepennt. Das heißt, das dürfte das geringste Problem sein gleich. Wir müssen zu Plaster & Sons. Oder nach Plaster & Sons. Alles klar, Geschwindigkeitsüberschreitung. Leute, aber es wird, glaube ich, cool. Ich glaube, wir werden uns ein bisschen quälen müssen. So, da sind wir. Heute mal so gemeinsam das Ding hier abholen. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Ich hoffe, das klappt. So. Ah, das ist aber, irgendwie freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch trotzdem. Trotz des etwas älteren LKWs hier. Ich meine, es fährt ja noch, ne? Man kann nicht immer, es ist ja nicht im Real, guck mal, im Realleben ist es ja so, dass die Fahrer, ja, weiß gar nicht. Wann wechseln die mal den Truck? Gar nicht. Fast gar nicht, tatsächlich. So. So. Zack, aber ich habe immer noch einen Bug mit diesem, mit dieser Wiegestation hier. Ja, dann können wir losdüsen. Jetzt kurz die Strecke zeigen, vielleicht können wir noch eine Stadt mitnehmen. Diese Albert-Gedöns, wir fahren eigentlich direkt durch nach ja, wir fahren dahin einfach mal. Was ist das genau? Das ist genau ein Containerstapler, Leute. Ein Containerstapler, den wir hier transportieren. Also, it will be... Ja. Ein Schaden way. Nein. It will be a hard way. Gucken, ob wir das hinbekommen. Auf geht's, Leute. So ein bisschen müssen wir wieder fahren. Aber das ist man hier... das ist man ja in Amerika gewohnt, ne? Ist halt was anderes als der ETS-2. Dürfen wir? Dürfen wir, okay. Müssen wir mal ein bisschen ausholen, sonst wird das hier nichts. Das sieht gut aus. Aber ihr habt es auch gesehen, er lenkt hinten mit. Das ist auch nice. Ich habe auch schon die neuen Frachten gesehen. Tatsächlich. Ich zeige euch die ganz kurz. Ich hoffe, jetzt finde ich sie noch. Hoffe, sie sind noch da. Wo haben wir sie denn? Ich glaube... Nee, ich glaube, der ist noch nicht neu. Das hier, ne? Ich meine, das wäre neu. Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Naja, wir düsen erstmal. 35 Meilen sind hier erlaubt. Oh, okay, wir düsen mal ein bisschen langsamer. Zack, machen wir das mal so. Und dann sollten wir das hinbekommen. Ja. Also, ich nehme jetzt noch diesen Auftrag hier auf. Und dann werden wir mal schauen, wie wir das wechseln können. Ich glaube nicht, dass da eine Garage ist.
Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, wie wir das machen am besten. Weil ich möchte natürlich auch die neuen Mods testen. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Update 1.29, ich sag mal das offizielle, es gab ja schon das Beta-Update. Man muss dazu sagen, also da, ne, dass die Mods erstmal auch geupdatet werden müssen. Aber ich denke mal, viele funktionieren doch schon dann, wenn sie auf 1.28 funktioniert haben, auch auf 1.29. So vermute ich mal. Also ich bin kein Modder, aber ich kann mir vorstellen, dass es da. Also, kommt natürlich auf ein Update drauf an. Nicht so krasse Unterschiede gibt. Also, von Version zu Version, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sag nichts mehr. Leute. Ich glaube, beim bei dem letzten Update wäre das jetzt auch so krass, dass die Modder oder Mapper so viel anpassen mussten, weil das einiges nicht funktioniert hat. Irgendwie die Türen haben nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Also, ich glaube, es ist auch nicht so leicht. Ich sag mal nichts mehr. Okay. Ja, so ist das nicht. Aber der scheint das, glaube ich, ganz gut zu packen, dieser Kenworth. Aber jetzt scheint auch wieder nichts los zu sein. Ich finde, diese Städte in Amerika wirken halt extrem nachts. Also, diese Beleuchtung und so, dieses, ich sag mal, Route 66-mäßige. Diese Werbetafeln, also es ist schon. Also ich finde, das wirkt vor allem so nachts. Keine Ahnung. So ist das. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt auf New Mexico gewartet haben. Es wurde, glaube ich, schon länger als angekündigt. Aber, ja, man muss einfach den Entwicklern Zeit geben. Also, aber bei SCS-Software weiß man, also auch bei anderen weiß man auf jeden Fall, dass da was Gutes rauskommt, wenn etwas länger sich veröffentlicht wurde. Aber bei SCS-Software weiß man das irgendwie, also, ne? Die sind an was tufteln da. Also es kommt auf jeden Fall was, aber wann? Das wird dann immer so ganz kurzfristig angekündigt. Zum Beispiel eine Woche vorher wird dann gesagt, okay, nächste Woche erscheint das New Mexico DLC. Ich glaube, so war es hier in der Regel auch oder so ähnlich zumindest. Also ist ja überhaupt nicht schlimm. Also man wird wirklich trotzdem auf den aktuellsten Stand gehalten. Also nicht nur ATS, sondern auch so ETS oder... Ich sag mal, so coole Community-Aktionen von SCS-Software. Aber viele oder manche wünschen sich, dass es ja manchmal ein bisschen zügiger geht. Also, dass zum Beispiel jetzt das Italien-DLC draußen ist. Oder ja, morgen halt, ich sag mal, dieses Special Transport-DLC da ist. Also, ist nicht mal so eben gemacht. Ich kann mir vorstellen, ne, dass einige DLCs zu. Ja, schon, ich sag mal, gut vorbereitet sind, also auch vielleicht schon teilweise fertig sind, aber man muss immer gucken, wann man das auch veröffentlicht, ne, man möchte das natürlich auch aufteilen, den passenden Moment finden, dann findet man doch vielleicht noch einen Bug und, ja, deswegen... Was haben wir da? Okay, vielleicht kommt irgendwie Rast oder sowas. Sky City, rechts ab. Ah, okay, da gibt es auch wieder dieses typisch amerikanische. Also es ist tatsächlich so in Amerika, man muss einfach sagen. Oder USA, Leute, USA. So.
Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich bin da mal gespannt, aber ich habe da eigentlich keinen Zeitdruck. Ihr? Oh, ja. Wir wollen aber auch nicht im Graben liegen gleich hier, oder? Auf den Berg fahren. So. 75 Meilen sind hier. Ich überlege die mal. Ich überhole die mal ganz bequem. Ich glaube, diese Karre ist da auch voll. Dieser Art Boxer, würde ich sagen, oder? Kann man so sagen. Cool. Aber auch so. Ja, neue KI-Fahrzeuge, es ist auch schon dabei, würde ich sagen. Also. So, dass es passt. Ich finde, hier ist gerade so ein Kulissenwechsel. Hier war es gerade so. Mit der Palme. Zwischendurch oder jetzt so Straßenwechsel. Oh, sorry, da bin ich gerade am Popschutz gekommen. Ich finde gerade, es ist so ein. Ja, schon so ein Kulissenwechsel. Aber unser Gabelstapler läuft. Ist gut befestigt. Natürlich Ladungssicherung bei Boxer immer gut. Albuquerque. Oder so ähnlich. Erster Aufenthalt dort. Siehst du wohl. Das ist wohl so eine größere Stadt, glaube ich. So wie ich das verstanden habe. Oh, okay, wir müssen da bleiben. Auch diese Abfahrten scheinen schon ein bisschen größer zu sein. Wir können da mal ein bisschen draußen. Ja, sieht schon größer aus. So mehr so Industrie, ne? Aber wir müssen rüber. Oh, hier gibt es aber viele Abfahrten. Hier müssen wir auch mal hindern. Muss man auch miterleben. Diese Stadt. Oh, was ist hier los? Keine Ahnung, hat der einen Platten oder? Der ist aber ziemlich langsam gefahren oder Motorschaden. Man weiß es nicht. Oder man weiß es nicht. Aber der nächste Truck ist tatsächlich auch ein Kenworth, den ich mir rausgesucht habe. Oder vielleicht doch nicht. Mal gucken, was ihr mir noch so in den Kommentaren schreibt. Aber ich möchte auch noch nicht so verraten, was genau das für ein Modell ist. Er sieht auf jeden Fall anders aus. Also ich kann eins sagen, er ist nicht langgezogen. Er ist eine Art Kasten, den ich mir zuerst mal rausgesucht habe. Ich glaube, ich habe es schon mal angeschaut. Bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher, weil wir uns da schon alles angeguckt haben. Wobei natürlich für ATS ein bisschen weniger als für ETS 2. Wir genießen einfach mal die Musik dabei. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, wie ist das mit der Wiegestation? Ein kleiner Bug. Wo kann ich es irgendwie abbrechen? Keine Ahnung. 2 Stunden müssen wir. Du, 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 du. Relativ entspannt. Jetzt wird es aber immer voller hier, viele LKWs. Ich ziehe mal rüber. Das ist ja ein Asi da gewesen. Oh, was ist da wieder los? Oh, warte mal, jetzt muss ich aber auch abbremsen, sonst bin ich hier der Asi. Da scheint irgendwas zu sein. Das ist ein Unfall schon wieder. Coole Aktion mit den Unfällen, das muss ich sagen. Oh, ich fahre direkt mal rüber, damit die Autos hier überholen können.
weil ich muss jetzt abbremsen. Aber manche Auf- und Abfahrten auch in Europa sind, ich sag mal, schon knifflig gelöst. Oder ich sag mal in Deutschland, ne? Da muss man schon aufpassen. Die einen kommen hoch und die anderen wollen runter auf der Autobahn. Und ich sag mal, das geht so in eins über. Muss man auch aufpassen, dass man reingelassen wird, ne? Ja, ja. Aber schauen wir doch mal, wie weit wir jetzt gekommen sind. Dass wir schon so ein Ziel vor Augen gehabt haben, diese Folge. Ich sag mal, ja, unser Ziel ist noch so ein bisschen weg, genau. Tuchu, Mars, Tuchumkari oder was auch immer. Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Boah, wir haben echt wenig hier erkundet, ne? Also zumindest hier Arizona und dann halt, jetzt sind wir am... Also wir fahren eigentlich nur diese Linie lang, aber das wird sich bald ändern, hoffentlich. Mal gucken. Bin auch gespannt, was ihr zum DLC sagt. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in einer neuen Folge hier im Spiel. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und sag Tschüss.